Das haben wir vielleicht schon. Nein? Okay. Nein. Musik im Zeitalter des Internets. Online-Gastbuch. Früher war es anders. Sollen wir einfach kostenlos Musik genießen? Was sagen Sie? Bitte. Das Thema Musik im Zeitalter des Internets finde ich außerdem wohl nicht interessant. Es hat wirklich meine Aufmerksamkeit gezogen. Deshalb würde ich mich darüber aufschreiben. Man darf nicht vergessen, dass Musik den Stress abbaut. Heutzutage sind alle vom Internet abhängig. Es ist einfach, Musik im Internet zu hören. Ich finde, dass heutzutage viele Leute Musik online hören, zum Beispiel von YouTube, Spotify und so weiter. Hier ist die Musikqualität gut und einfach zu spielen. Man sollte auch in Erwägung ziehen, dass sie nicht bezahlen müssen. Es ist also völlig kostenlos und die Qualität ist auch gut, was wir sonst noch brauchen. Daher stelle ich mich auf den Startpunkt, dass das Hören von Lied im Internet billig und besten ist, anstatt auf CD zu spielen. Sehr gut. Okay, noch jemand? Wunderbar, Shubham. Noch jemand? Sir, मैंने लिखा तो है पर मैंने कुछ भी लिखा है. मैं भी तो कुछ भी लिख रहा हूँ. सर, तो गैलेक्सी बुक में था ना, तो उसमें से जो समझ आया वो. उसमें से चुराया तो नहीं ना पूरा? ठीक है. ओके, से, डोंट वरी. म्यूजिक अपनी माइंडों है, अपनी ओपिनियन है, जो आएगी वो लिखेंगे. माइनर माइंड है, वियर दी चांस ऑफ बिकॉमन कॉस्टल लॉस म्यूजिक सू म्योरन जॉर्डन वियर म्यूजिक कॉस्टल लॉस म्योरन देन दी म्यूजिक इंडस्ट्री हार्ड साइड यारन फील गेट फॉर दी एंड आल्सो टेंके इश लिस्ट व्हेन वियर म्यूजिक कॉस्टल लॉस म्योरन दान विल आई सी गिवन फॉर लॉस्ट म्यूजिक ऑन द वियर विजन दास Das Internet von dem Jörgnisch Kyle dem kostenlos Musik zu hören, sollte für diese Gelegenheit ergreifen. Okay. Wir sollten diese Songs ergreifen, genießen. Ja. Yes. Gut. Und? Wir kriegen im Internet also Musik in vielen Sprachen, sogar guter, nicht nur guter Qualität, aber überall. Und wir kriegen im Internet Musik nicht nur in vielen Sprachen, sondern auch guter Qualität. Nicht nur in vielen Sprachen, sondern auch guter Qualität. Und ich denke, das ist auch so gut für Musiker. Sie kriegen auch Geld. Sie kriegen nicht direkt, aber schon von YouTube
Das schadet niemandem. Ich genieße kostenlose Musik, aber sehr gerne. Ja, vielleicht Musik im Internet. Musik ist für alle, für uns alle wichtig. Für uns alle. Alle ist auch okay. Wir wissen. Und wissenschaftlich wurde es auch bewiesen, dass sie bedeutet Musik. Sie einen positiven Eindruck macht und Stress abbaut. Wenn wir eine Chance bekommen, Musik kostenlos zu hören, sollten wir ja sicher zu genießen. Und wir kriegen im Internet Musik nicht nur in vielen Sprachen, sondern auch guter Qualität überall. Man muss das auch nicht speichern. Ich denke, das auch so gut für Musiker ist. Wer war am Ende? Auch für Musiker ist. Sie kriegen nicht direkt, aber sie kriegen das Geld nicht direkt. Aber schon von YouTube oder von Werbungen. Das schadet niemandem. Ich genieße kostenlose Musik, aber sehr gerne.